Weiter geht es mit dem Live-Let's Play mit Deutschland auf Gottheit mit dem ersten Add-on Rise and Fall und mit Sid Meier's Civilization 6. Wir sind hier auf einer kleinen Karte, Zufallskarte Fraktal, unterwegs mit den Deutschen, mit 8 Startstaaten in Summe. Waren es zu Spielstart mittlerweile ein paar weniger. Die Araber haben aufgeräumt und sich zum Beispiel ein Kulturstadtstaat gemobst. Außerdem sind die Chinesen und die Araber hier im Süden im Krieg miteinander. Kann man nur sowas machen. Hier links, das sind die grünen Chinesen und hier rechts, das sind die gelben Araber. Wir wiederum haben auch Krieg. Wir wurden überfallen von den Nordmännern. Was erwartet man auch von diesem Wikinger-Pack? Wir haben ihnen die Rüben abgeschlagen von den Rümpfen und setzen uns zur Wehr. Und greifen jetzt mit einer großen Armee schlecht bewaffneter Krieger und Bogenschützen an und hoffen, dass MM gilt. Masse macht's. Ich hoffe, das funktioniert. Mit dem Leitspruch bin ich durch viele Situationen im Leben durchgekommen, nur nicht durch alle Türen. Wir versuchen es jetzt mal, Oslo anzugreifen und einzunehmen. Ich klicke mal auf eine Runde weiter und begrüße wieder viele, viele Leute in den Chats auf Twitch und auf YouTube. In 10 Runden endet die Antike. Das erste Zeitalter, der erste Epochenwechsel steht bevor. Wir haben 14 Punkte nur. Wir werden ein normales Zeitalter erwischen. Es sei denn, wir können noch 10 Zeitalterpunkte gewinnen innerhalb der nächsten 10 Runden. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Wir geben unser Bestes. Hier versucht, ach schaut euch das mal an, ein Wikinger-Langschiff flieht aus Oslo. Die haben anscheinend gerade ein Schiff gebaut. Wir nutzen die Gelegenheit, ziehen hier eins vor. Es sieht so aus, als wäre der einzige Durchgang hier von der Hauptstadt hier oben lang ein schmaler Pass. Von hier aus können wir die Hauptstadt angreifen. Wir müssen vor allem gucken, dass wir mindestens einen Krieger vorne haben. Sonst läuft gar nichts, denn nur Krieger, nur Nahkämpfer können Städte einnehmen. Das wird noch ein hartes Stück Brot hier. Wir ziehen mit dem Krieger deshalb auch vor gleich. Mit dem ziehen wir hinterher. Wir brauchen noch mehr Bogenschützen. 2 Krieger reichen. Ich ziehe mit dem. Ich schmeiß mal alles Richtung Front und hoffe, dass Aachen und Berlin irgendwie durchkommen. Obwohl die ja nicht allzu viele Trefferpunkte haben. Hier können wir nicht weiter. Oh, wir können eine Einheit aufbrezeln. Könnten dieser Bogenschütze jetzt nicht mehr. Ein Weltwunder wurde vollendet. Hängende Garten von Saladin beendet. Hier können wir vorziehen, aber das finde ich mäßig klug. Ich will erst den Krieger vorziehen hier. Ach, wir können aber da hinten feuern auf das Schiff. Dadurch kriegen wir auch ein paar Erfahrungspunkte. Jetto Space schreibt, geht so mit hier, dass er ganz hektisch schreibt im Chat. Bin mir nicht ganz sicher, ob er gerade geschrieben hat, schieße aufs Schiff oder scheiße aufs Schiff. Letzteres mache ich nicht, tut mir leid. Das ist nicht meine Art zu Let's Playen. Tut mir herzlich leid. Was haben wir mit dem Speer? Wir können nicht ins Wasser. Wir haben das Segel noch nicht erforscht. Er hat noch keinen Schwimmer. Ja, wir laufen wieder hoch. Was sollen wir anders machen? Eine Runde weiter. In einer Runde ist der Außenhandel fertig. Wollen wir dann schon die Regierungsform wechseln? Ich werfe mal einen Blick in die Karten, ob wir irgendwie tricksen wollen. Weil ich denke, das macht keinen Sinn. Wir können ruhig wechseln gleich. Wann ist der Campus fertig? In 3 Runden? Nee, alles gut so. Genauso machen wir das. Wir machen weiter. Uns wird schon wieder Frieden angeschlossen von den Nordmännern. Diesmal mit 20 Gold für 30 Runden. Es wird immer mehr, was man uns anbietet. Nein, wir ziehen das hier durch. Nein. Ah, ich drohe dir auch, Harald. Ich das hoffe ist dir. Wohl der positive Aspekt des Handels. Die Außenhandel? Welt gerät gemeinsam in Aufruhr. Außenhandel freigeschaltet. Wir könnten die Politikkarten wechseln. Jetzt bei der Regierungsform schauen uns erstmal alles an, wo wir hier wild rumklicken. Sagen eigentlich, nö, müssen wir nicht. Gucken wir uns mal alles an. Wollen wir mehr Marineeinheiten produzieren? Nein. Wollen wir jetzt anfangen, die Handwerkerkarte reinzunehmen? Im Augenblick nicht. Denn der nächste Politikwechsel wird schon bald dabei sein. Ich gehe hier oben mal auf das frühe Reich. Das erforschen wir an. Staatsliedertum werden wir gleich fast fertig haben mit dem Campus schon. Und den Campus haben wir in 2 Runden. Das heißt, wir können in 2 Runden wechseln.
Wir machen das so, wir holen uns... Wir machen erstmal frühes Reich fertig um Campus und bei den Politikkarten lassen wir alles, wie es ist, denn Handwerker werden wir erst dann produzieren, wenn wir den Campus fertig haben. Handelswege haben wir keinen, Händler bauen wir im Augenblick nicht mehr, Gold brauchen wir nicht, das Schiffe bauen wir auch nicht, alles bleibt, wie es ist, alles bleibt, wie es ist. So, und jetzt wollen wir hier mal ziehen und kämpfen. Mit dem Krieger geht's eins... Oh, das Schiff ist in Oslo reingefahren, um Handel, um heilen zu können. Wir ziehen mit dem... Moment mal, das hier ist ein Hügel, ne? Das ist eine Ebene. Das heißt, wir können mit dem Handwerker... Wahrscheinlich nicht nur für das, dann steigt auch die Stadtverteidigung. Stimmt, du hast völlig recht. Das ist doof, ne? Wir ziehen auf jeden Fall mit dem Krieger vor... Achso, doof, wie soll ich sagen? Es wird ja sich immer über die KI beschwert, aber das ist ja ein kluger Zug. Von hier aus können wir auf jeden Fall schon mal... Die Stadt heilt sofort wieder aus. Schüsse auf die Stadt machen erst Sinn, wenn wir mehr als einen Bogenschützen haben, der schießen kann. Wir machen das sogar anders. Wir haben so viele Bogenschützen, wir müssen die teilweise vor die Stadt ziehen. Anders geht's nicht. Wir setzen alles auf eine Karte und ziehen mit dem Bogenschützen von Aachen weg Richtung Feind. Werfen wir einen Blick. Oh, sieht ein schönes Weltwunder aus. Hängende Gärten. Das sind... Die Araber leben im Luxus und schwelgen in ihm. Wir können uns sowas Schönes nicht leisten wie Weltwunder. Wir sind ja nur Deutsche. Arme Deutsche. Wann kommt ein Harvest? Fragt Martin Bach. Weiß ich nicht. Ja, das ist die letzte. Schön, dass dir die Let's Play, die Preview Let's Play Folgen gefallen haben. Das kommt Vollversion. Die Vollversion wird Ende nächsten Jahres kommen. Diesen Monat kommt für die Kickstarter, wird diesen Monat irgendwann noch der Multiplayer aufgemacht. Jetzt können wir ein sehr schönes Spiel. Ich habe, man kann. Ich höre dir zu, die anderen auch. Die das gekickstartet haben, haben da schon ein, zwei Schlachtfelder, wo sie sich schon austoben können. Und eben im Dezember kommt jetzt irgendwann der Multiplayer. Das wird sicher noch interessant. Wir greifen mit den Nahkampfeinheiten noch nicht an. Das macht in der Phase keinen Sinn. Wir versuchen, die Stadt erstmal runter zu bomben. 30er Kampfstärke, das ist sehr, sehr heftig. Mal gucken, ob die Bogenschützen überhaupt ausreichen. Wir geben unser Bestes. In einer Runde ist gleich der Campus fertig. Wir ziehen mit dem Speer wieder hoch und versuchen irgendwie hier... Ah, wir kommen ja kaum noch raus aus dem Kuddelmuddel der Grenzen. Hier ist ein schmaler Pfad, ein Korridor raus. Wir haben keine offenen Grenzen. Wir ziehen wieder hoch, ziehen hier weiter. Oh, das Schiff zieht raus. Wir können gleich einen Händler plündern, wenn wir das wollen. Boost für das Staatsdienertum. Weil Campus fertig. Eine Bibliothek zu bauen dauert 8 Runden. Kornspeicher 6. Siedler 7. Handwerker 4. Ich denke, wir holen uns... Wir machen das Staatsdienertum fertig. Dann bekommen wir auch unseren ersten Gouverneurstitel. Und jetzt ist die Frage, welches Bauobjekt machen wir in Aachen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten einen ersten Handwerker bauen schon mal. Wir könnten einen Händler bauen, der könnte von Aachen nach Berlin hin und her. Und also von Berlin nach Aachen. Da wird er dann Nahrung und Produktion für die Berliner gewinnen. Mehr als umgekehrt. Das könnten wir machen. Wir haben im Augenblick die Militärproduktionskarten, haben wir die noch drin. Ja, wir könnten auch sagen, wir hauen noch mehr an Militärkarten erstmal raus. Wir könnten einen Siedler bauen. Würde ich im Augenblick eher nicht.
Wir kriegen ja auch demnächst hier die Siedlerkarte. Wann kommt sie? 50% Produktion für Siedler, allerdings erst in 7 Runden. Also jetzt Siedler bauen ist Quatsch. Die Frage ist... Vielleicht die Goldkarte. Campus? Die Goldkarte? Du machst Minus im Gold. Ja, das finde ich nicht so schlimm. Also das, viele Leute erschrecken sich ja bei Strategiespielen aller Art, wenn man ein Minus macht. Ich finde das erst dann schlimm, wenn man ins Minus kommt. Aber wenn man eine negative Bilanz hat, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Die Frage ist, was kostet uns überhaupt Geld? Minus 5 durch Einheiten? Da hast du doch, du hast recht. Stimmt, können wir machen. Wir könnten die Kampfstärke gegen die Barbaren rausnehmen. Nee, hier 1 Produktion in allen Städten. Ach, wir haben die Karte noch gar nicht. Die Karte, die du vorschlägst, besitzen wir noch gar nicht. Die uns das Gehalt für das Militär einspart. 1 pro Mann. Haben wir noch gar nicht. Also die Frage ist, Händler, Handwerker oder noch eine Einheit? Wir feuern mal mit denen hier oben und gucken mal, wie weit wir hier vorankommen, wenn wir feuern. Wie schnell lässt die Stadt nach, wenn wir mit allen Mann hier feuern? Dauert mit ihm. Wir machen das auch noch anders. Wir ziehen mit... Jetzt müssen wir ein bisschen spekulieren. Mit ihm ziehe ich... den Händler können wir auch nachher noch auf dem Feld hier plündern. Mit ihm ziehe ich hier hin. Mit ihm geht es hier rüber. Mit ihm Bogenschützen. Ist das hier ein Hügel? Ach so, alles klar. Kontrollzone, den hätte ich gerne hier. Können wir mit denen so wechseln? Ja. Weil der Krieger kann das Feld ja besser verteidigen, falls noch von links was kommt. Das kann der Bogenschütze nicht. Er kann von hier aus auch feuern. Mit ihm, wenn wir hier gleich uns den Händler plündern, der wird hier hinziehen mutmaßlich oder dorthin. Müssen wir gleich mal schauen. So sieht es eigentlich gut aus. Mit ihm können wir noch ein Stückchen weiter nach vorne ziehen. So klappt's. Hier hatten wir es. So, jetzt sind wir wieder bei der Produktion angelangt. Und ich glaube, wir holen es noch einen Bogenschützen. Wir ziehen es mal durch. Wenn wir einen Handwerker hätten, dann könnte er Weide sich hier holen. Zweimal Weizen zum Beispiel. Da hätten wir einen Wohnraum mehr und hätten auch wieder Bevölkerungswachstum. Wie ist die... Ja, komm. Ich überzeug mich selber und hole mir einen Handwerker. Ab der nächsten Runde. Dann haben wir nämlich Politikkartenwechsel. Dann können wir uns die Handwerkerkarte eventuell holen. Mhm. Dann holen wir uns die Handwerkerkarte. Vorher ziehe ich hier, baue ich den Bogenschützen an. Eine Runde weiter. Jetzt wird uns 18 Gold angeboten. Gründlich bettelt man hier um Frieden. Ich möchte auch ein bleibendes Vermächtnis schaffen, denn Bronze überdauert Tausende von Jahren. Speerkämpfer können wir jetzt bauen. Wir wissen gleich, wo Eisen ist. Wir können ein Lager bauen, darauf eine Kaserne und können Regenwald abholzen. Zufriedene und engagierte Arbeitskräfte sind ebenso wichtig wie ein profitables Endergebnis. Zeitgleich holen wir uns auch im anderen Forschungszweig etwas, nämlich das Staatsdienertum, wir können einen Regierungsplatz bauen. Jetzt haben wir die Karte, von der Chip eben gesprochen hatte, Einheitenunterhalt um 1 Gold pro Runde reduziert und können Wunder schneller bauen. Vorher greifen wir aber Oslo weiter an. Von hier aus. Hier plündern wir den Handelsweg. 50 Gold dazu bekommen. Und können von hier aus auch feuern.
Mit ihm ziehen wir hierhin vor. Mit ihm ziehen wir hierhin. Mit ihm feuern wir. Können wir uns die Beförderung holen? Oder feuern? Wir holen sie erstmal. Die meisten würden jetzt die Beförderung wählen, aber ich habe Schiss, dass hier eine Militäreinheit kommt. Ich ziehe das hier durch. Ich weiß, es gibt jetzt wieder einen Shitstorm. Bitte? Du kannst ja eins weggehen und dann die Beförderung holen. Bewegen ja, aber ich kann dann danach nicht mehr angreifen. Also wenn ich die Beförderung hole, kann ich danach nicht mehr angreifen. Andererseits, wenn ich angegriffen habe, dann bekomme ich dafür keine Erfahrungspunkte, wenn ich nicht, wenn ich halt eine Beförderung mir auch schon, so schon hätte holen können. Das ist immer das Dilemma. In dem Punkt hier, ich bin der Typ, der geht hier auf Nummer sicher und zieht erstmal so einen Angriff durch. Damit bin ich aber immer in der Minderheitenposition und es gibt immer Leute, die dann aufschreien, wie jetzt im Chat, und sagen, wie kannst du das bloß machen? Hier ist Eisen, direkt neben Oslo. Wir greifen nicht an. Wie viel Erfahrungspunkte haben wir mit ihm? 6, na, das dauert's. Nee, wir warten ab. Wir warten ab. Wir bauen hier, wir bomben noch weiter runter. Mit ihm können wir im Augenblick nichts machen. Wir können uns eine neue Forschung wählen. Und neben uns jetzt wirklich mal die Stadtmauer. Dafür müssen wir einen Steinbruch bauen. Das passt gut. Das passt gut. Denn das kriegen wir locker hin, wenn wir jetzt hier vom Bogenschützen umgehen auf den Handwerker und in die Politikkarten gehen, hier oben, und die plus 1 Produktion rausnehmen, plus 30% für Handwerker rein. Und hier oben nehmen wir die Produktionskarte für Antike und Klassik raus, weil wir im Augenblick ja Handwerker produzieren. Und gehen auf den Einheitenunterhalt. Andererseits, die Kampfstärke gegen Barbaren brauchen wir auch nicht. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Wir lassen mal, falls... Wir machen das so. Wir machen es genau so. Ich glaube, dass wir überhaupt keine Einheiten produzieren. Keine Militäreinheiten. So lassen wir es. Gehen hier wieder raus. Und haben jetzt plus 4 Gold. Ausrichtung wählen, die nächste. Staatsdienertum hatten wir geholt. Es geht übers frühe Reich weiter. Das ist ja der Weg zur politischen Philosophie. Und schauen uns jetzt an. Irgendwas mussten wir uns noch anschauen. Was hatte ich vergessen? Eine Sache mussten wir noch machen. Was war's? Einen Händler kaufen, um Berlin zu boosten. Nee. Ach so, Gouverneur. Gouverneur. Das mussten wir noch machen. Jetzt ist die Frage auch an den Chat, welchen Gouverneur sollen wir uns holen? Ich stelle sie vor, Moksha nehmen wir nicht. Moksha ist der Religionsgouverneur und er fällt schon mal weg. Nein, danke. Armani, die Diplomatin, auch wenn sich einige von euch die wünschen werden, die werde ich nicht nehmen. Denn als Deutscher mit dem Bonus plus 7 Kampfstärke gegen Stadtstaaten, das ist auf Dauer nicht sinnvoll. Wir können Viktor nehmen, den Kriegskastellan. Der wird uns in der ersten Stufe, die bekommen wir ja mal, die Kampfstärke einer Garnison um 5 erhöhen. Heißt es, dass die Stadt stärker kämpft oder die Einheit, die in der Stadt steht? Weiß ich gar nicht auswendig. Weißt du das? Die Stadt. Ich glaube sagen. Auch. Mhm. Ich bin mir auch nicht sicher, aber die Garnison... Ich würde es jetzt mal so interpretieren. Mit Magnus könnte man sehr viel roden. Das werden wir im Augenblick nicht machen. Das können wir uns später mal überlegen. Liang würde Handwerker plus eine Bauladung. Die nehmen wir auf jeden Fall. Alles klar, da muss ich gar nicht in Chat. Was schreibt der Chat? Magnus, Liang, Victor, Liang. Pingala, um bei der Wissenschaft mitzuhalten. Magnus, Rainer. Geht quer durch. Ich ernenne mal Liang, weil wir gerade auf die Handwerker gehen. Und schicken die natürlich nach Aachen. Das heißt, der nächste Handwerker wird eine Aktion mehr haben. So, eine Runde weiter. Liang ist auch okay, stellt Dirty Don Sanchez fest. Das ist sehr großzügig von dir. Weiter geht es. Le. Ah,
die Araber mögen uns nicht, weil wir so viel erkunden würden. Also so viel erkunden machen wir gar nicht. Wir haben einen einzelnen Speer, der rennt in der Weltgeschichte rum. Der soll sich mal nicht so. Krieg dich mal ein, Saladin, echt. Oh, Barbaren werden uns angezeigt. Wo sind sie? Sie nähern sich Aachen. Wir haben keine Stadtmauer, wir haben keine Einheit hinten. Autsch. Vielleicht ziehen wir jetzt doch ganz schnell wieder eine Einheit zurück. Wie schnell wäre es, meine Stimme überschlägt sich vor Entsetzen. Wir könnten einen Bogenschützen zu Ende bauen, wir könnten eine Einheit kaufen. Das fände ich immer sehr schade. Das mühsam angesparte Geld für einen Krieger kaufen. Wir gucken mal. Wir greifen erstmal weiter hier an, rund um Oslo. Ich verzichte wieder auf die Beförderung und ignoriere die Entsetzensaufschreie im Chat. Oh, das läuft gut, Leute. Das läuft richtig gut. Ja. Und solange, wir müssen uns auch beeilen. Das Schiff steht nicht drin. Danach wird es schwieriger. Wir sind auf 60% der Trefferpunkte runter. Mit denen, ja, mit fast allen geschossen. Mit ihm könnten wir noch schießen, aber erst in der nächsten Runde. Vielleicht ziehen wir ihn zurück. Nach Berlin mit denen hier angreifen. Wir machen das mal. Wir geben hier mal Gas. Wir greifen einmal mit dem Kollegen hier an. Mit ihm hier auch. Also wenn da keine Einheit entsteht oder reinzieht, dann haben wir Oslo in der nächsten Runde. Vorher nicht. Und mit ihm hier ziehen wir mal zurück Richtung Aachen. Um das Schlimmste zu verhindern. Leo Wittenburg schreibt, sonst meinst du doch, das Geld auf der hohen Kante bringt nichts. Ja, aber ich würde es gerne für was ausgeben, wo ich echt von überzeugt bin. Und das ist zum Beispiel bei einer neu gegründeten Stadt ein Monument zu kaufen. Beispielsweise, ne? Aber wenn man sich das mal anschaut. Ich bin eher ein Freund von Gebäuden kaufen als von Einheiten. Gebäude kaufen in produktionsschwachen Städten finde ich oft cool. Oder Einheiten befördern. Dafür gebe ich auch gerne Geld aus. Einheiten kaufen, die man mit einer guten Produktionskarte auch billig bauen kann, bin ich nicht so der Freund von. Hier entsteht in zwei Runden das Monument. Zwei Bürger jetzt hier. Hier haben wir nicht aufgepasst. Hier gehen wir wieder auf Produktion. In einer Runde das Monument. Die Anzeige ändert sich gleich. Und hier in Aachen die fünf Bürger. Können wir dann noch einen Produktionspunkt rauskitzeln? Ich gehe mal auf Produktionsmaximum minus 1. Wir lassen es mal, wie es ist. Mit ihm setzen wir hier eine Runde aus. Verschanzen ihn nur. Oh, Frieden. Armak hat mit Qin Shi Huangdi Frieden geschlossen. Ein Stadtstaat ist das. Anscheinend ist er da Suzerän geworden oder keine Ahnung. Oh, wir laufen mit dem Speer direkt auf Barbaren, die sich über mutmaßlich gleich erstmal den Handwerker schnappen können. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir können gleich einen barbarischen Handwerker befreien. Mal schauen. Das ist jetzt Zukunftsmusik. Ich gehe mal erstmal wieder hier nach oben. Bin ja schon neugierig, was hier passiert. Klicke auf eine Runde weiter. Ein Schiffchen zieht hin und her dort oben. Wir haben gleich Oslo, Leute. Unsere erste Stadteroberung hier in diesem Let's Play. Das sieht gut aus. Das kriegen wir gebacken. Ja, das kriegen wir hin. Wir feuern erstmal mit denen, die keine Beförderung brauchen. Hier können wir auf das Schiff drauf feuern. Mit dem schießen wir einmal hier oben drauf. Einmal müssen wir noch feuern. Mit ihm könnten wir auf das Schiff drauf feuern. Das hätte aber kaum Folgen. Dann feuere ich mit dem, dann können wir die anderen nämlich befördern. Mit ihm können wir hier rein. Genau, das machen wir auch. Der zieht einmal hier rein. Obwohl, dieses Schiff hier, das Langschiff, kann das Städte erobern?
ist das ein Nahkampfschiff, weil dann sollten wir mit unseren Kriegern möglichst gut ausgeheilt reinziehen in die Stadt. Oder? Nee, das hat keinen Einfluss auf die Kampfstärke der Stadt. Das Langschiff ist einer? Ja, ist ein Nahkampf. Ist ein Nahkampfschiff. Das heißt, der könnte, wenn wir Pech haben, versuchen von hier aus Oslo wieder einzunehmen. Das ist suboptimal. Dann wollen wir hier auf jeden Fall die Beförderung holen. Unwahrscheinlich. Das finde ich gar nicht so unwahrscheinlich. Und jetzt holen wir uns Oslo. Ja, unser Krieger hat Oslo eingenommen. Drei Städte gehören jetzt uns. Aachen, Berlin und Oslo. Und wir schauen mal, wie gut gelaunt Harald ist. Hi, grüß dich, alter Goldhelm. Frieden schließen? Ah, er hat eine weitere Stadt gegründet. Skedesmo. Wo immer sie liegen mag, groß kann sie nicht sein. Nein, keine Sorge, das ist nur so testen. Wir schauen auch mal in der Weltrangliste. Herrschaftssieg, wir liegen auf Platz 3, auf dem letzten Platz die Chinesen. Die anscheinend von den Arabern mit, ja, die Araber haben fast doppelt so viele Militärpunkte, ganz schön der allerwertesten, verkloppt bekommen. Und Harald ist der militärisch Stärkste. Kann sein, dass er viele Schiffe gebaut hat, die jetzt in den Kampf gar nicht eingreifen können. Oder die Einheiten kommen jetzt alle noch. Also wenn er mir gleich, wenn er uns gleich einen guten Deal anbietet. Ich könnte mir vorstellen. Ja, John Witulski, wisch dir mal den Schaum vom Mund. Er schreibt, schnapp dir die Chinesen als nächstes. Wir, die Norweger, haben zwei Städte. Top und mehr Militärpunkte als wir und stehen direkt vor uns. Ich überlege mal, mit denen Frieden einzugehen, weil ich eingeschüchtert bin. Und du rufst hier aus, ich soll mal die Chinesen schnappen. Also Mann. Attikor, gepriesen sei der heilige Bulle. Das finde ich auch. Der heilige, bin nicht ich. Gepriesen sei der heilige Bulle. Wo ist denn der heilige Bulle? Habe ich denn hier irgendwo? Das Ikonenbild. Ich muss gleich mal in der Drehpause suchen. Ich glaube, das liegt hier irgendwo. Und wird von mir hier täglich angebetet. Dreimal am Tag rolle ich den Gebetsteppich aus und bete den heiligen Bullen an. Was bauen wir in Oslo? Muss der nicht dich anbeten? Ketzer, verbrennt ihn! Er hat den heiligen Bullen beleidigt. Aber andererseits hat er mich ja wiederum in den Himmel gelobt. Verbrennt ihn doch nicht! Oslo, reparieren wir das Monument jetzt? Verbrennt ihn ein bisschen. Ja, kokelt ihn an. Also wir reparieren das Monument. Was könnten wir hier kaufen? Gar nichts. Das war's schon. Gehen wir da raus. Die zwei Städte, die er noch hat, seine Hauptstadt und die sind da hinter der Hügelkette. Das sieht ganz so aus. Das sind die beiden Städte. Also die Stadt war die ganze Zeit schon. Hier müsste die Hauptstadt liegen. Zuschauer. Ja. Ja, und das oben dran ist die andere. Der heilige Bulle muss über dem PC hängen. Alles andere ist Ketzerei, schreibt FF-Schlange. Kann ich nachempfinden. Jetzt mit der ganzen Truppe westwärts zur nächsten Norweger Stadt wünscht sich Tante Mimi. Ja. Liang ist hier noch immer. Oh, Liang boostet den erst in 3 Runden und nicht in 2. Schreibt, vielen Dank für den Tipp, das Metall. Wir könnten also den Bau noch eine Runde hinauszögern. Das ist eine gute Idee, wobei ich gar nicht genau weiß, was jetzt vom Programm als erster Befehl entgegengenommen wird. Dass der Gouverneur etabliert ist oder dass der Handwerker produziert zuerst, wird. Erst, wenn die... Das weiß ich. Das weißt du. Wenn du bei beiden 2 Runden hast, dann kommt die Zusatzladung. Das habe ich schon exzessiv ausprobiert. Das ist gut. Es dann wird zuerst der Gouverneur und dann der Bauabschluss. Dann schieben wir eine Runde den Händler ein. So, jetzt ist die Frage. Der kann eh nicht über den Wald rüberschießen. Ich ziehe mit dem mal hier unten runter. Wir gucken mal, ob wir eventuell gleich mit dem Schiffchen zu tun haben und feuern müssen. Wo ist denn das? Der Barbar ist wieder entschwunden. Der ist schon wieder futsch. Statt behalten, aber holla, wozu machen wir das ganze Theater hier? Oder wollen wir es abreißen und einen eigenen Siedler hinsetzen? Also, sehr produktiv ist die Stadt hier nicht. So schlecht ist jetzt die Stadt nicht gesetzt. Ist schon okay gesetzt, aber sie hat halt nur 2 Bürger.
Und was wir nicht vergessen dürfen, das Abreißen von Bürgern. Wie sieht's mit der Loyalität aus? Rebellion in 21 Runden, minus 2,4, das ist unerheblich. Da muss uns. Was mir eher Sorgen macht, ist, wenn ich. Also, ich weiß nicht, ob es bei Civ 6 so ist, immer noch. Bei Civ 5 war das ja so, wenn man Städte erobert und dann abgerissen und vernichtet hat, dann war man in der Anerkennung und in der Sympathie aller KI-Herrscher ganz weit im Keller. Das haben die nicht gemocht. Ich weiß nicht, wie das in Civ 6 ist auswendig, aber ich glaube, die mögen das immer noch nicht. Wir reißen nicht ab. Wir behalten die Stadt. Wozu haben wir so hart gekämpft hier? Und marschieren gleich weiter Richtung Osten. Produktion wählen in Berlin. Monument abgeschlossen. Wir könnten auch hier... Nee, wir ziehen das mit dem Handwerker auch hier durch. Denn da haben wir immer ordentlich schöne Produktionskarte. Oh lala. Mit dem Speer kommen wir hier im Augenblick nicht durch. Ich lasse den mal... Ich setze mal einfach eine Runde aus mit ihm. Eine Runde weiter. So, jetzt müssen wir uns entscheiden. Harald bietet uns an 23 Gold für 30 Runden, 58 Gold und er ist bereit, er steht da nicht, aber ich sehe das in einem Cheat-Tool-Fenster, das gerade hier aufploppt, er ist bereit, bei einem öffentlichen Armdrücken mit Chipmunk so zu tun, als würde er verlieren. Das ist eine harte Herausforderung. Also ein hartes Angebot. Wie siehst du das, Chip, spontan? Ach, die zweite Stadt können wir uns auch noch holen. Okay. Du meinst durchziehen. Ja. Was schreiben die Zuschauer im Chat? Die brauchen jetzt so 25 bis 30 Sekunden. Ohne Krieg kannst du dich nicht weiterentwickeln, schreibt John Witulski. Der argumentiert, nach ihm schreibt Dirty Don Sanchez, kein Frieden vernichten! Das ist jetzt keine Argumentation, aber ich habe das Gefühl, du vertrittst eine ähnliche Meinung wie John vorher. Hermann Capole schreibt, Frieden niemals! Okay, auch eher die Ramiate-Sache. Oslo, lasst ab, nicht vergessen, schreibt Porthos. Dottore Don, durchziehen! Ich würde noch eine Stadt im Nordwesten erobern, rät mir Toni. Liebe Grüße an Toni. Frieden wünscht sich Bullet, Frieden auf Erden. Kein Frieden in unserer Zeit. Ist Leo Wittenburg bereit, ein großes Zitat eines umstrittenen englischen Regierungschefs mal abzuwandeln aus dem letzten Jahrhundert. Und dann schreibt noch Cracked Up Guy, durchziehen, damit die anderen wissen, dass du kommst. Ja, ja, Testosteron und Muckis. Weiter WB, go WB, schreibt Porthos, Krieg. Ah ja, okay, hab verstanden, Botschaft ist angekommen. Ich muss ja also auf Gottheit musst du, glaube ich, recht aggressiv vorgehen, wenn ja. du da etwas reißen willst. Hier unten bekämpfen sich die anderen KI-Herrscher weiterhin. Die Chinesen wollen uns eine Handelsdelegation schicken mit den feinsten Gewürzen, Tees und Seidenstoffen des Mittleren Reiches. Gerne. Dann wissen die, wo wir liegen. Denke ich mal, dass es bedeutet. Aber ich habe Krieg mit den einen, ich will nicht Krieg mit den anderen. Eure Delegation ist uns willkommen. Vielen Dank. Ich finde ja jedes Mal, wenn ich den sehe, bis auf die goldene Drachengürtelschnalle, ist der Piero Parker wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich habe Piero auch mal besucht. Er trägt in der Freizeit auch solche Mützen. Mit diesen Vorhänge. Mit diesen, na, wie heißen die? Diese Holzperlen, Schnurvorhangketten. Sowas hat er oft. Der sieht so morgens aus, wenn er aus dem Bett kommt. Das weiß ich nicht. Also so gut kenne ich ihn nur auch wieder nicht, muss ich gestehen. Antike endet in 3 Runden. So. Feierlicher Augenblick. Wir haben die Stadt eingenommen. Und marschieren jetzt weiter Richtung Westen. Wir können jetzt die Beförderung aussprechen und werden sie machen. Hier können wir eine aussprechen. Die Frage ist, wie schnell ziehen wir vor? Wir sollten erstmal ausheilen, oder? Wir gehen mal gucken. Wir gehen mal mit einer Einheit gucken. Aber ich würde lieber mit dem Bogenschützen gucken gehen. Wann kann ich mit... Ach so, mit dem... Die können sich beide nicht befördern. Dann ziehe ich mit dem mal eins vor. Entdecke eine Stadt mit einem Schleuderschützen davor. Vielleicht können wir ihn anlocken. Das ist die neue kleine Stadt Skidesmo. Wir ziehen schon mal mit einem Bogenschützen hier hin. Dem geben wir den Befehl, heil dich! Ja,
Ja, das dauert jetzt ein bisschen, bis wir all die Einheiten rübergeparkt haben. Der sollte eigentlich auch heilen. Das dauert sehr lange hier jetzt. Ihm sagen wir, heil dich mal hier oben. Das dauert dann zwar länger, wenn wir ihn noch einmal ziehen, aber wir kriegen sonst die Einheiten ja nicht schnell genug gezogen. Er kriegt noch eine Beförderung. Er auch. Er bleibt hier. Er bleibt hier und harrt erstmal aus. Ich bin mal wieder hin und her gerissen. Ich ziehe mit dem Bogenschützen wieder etwas weg. Und tu mal so, als seien Barbaren ja keine Gefahr bei Civ 6. Die Dreschen gehört eh auf den Araber ein. Jetzt sind wir hier reingezogen in die Kontrollzone eines barbarischen Kriegers. Können aber rausziehen. Aber nicht in dieser Runde. Lassen ihn hier stehen. Stehen halbwegs vernünftig verteidigt auf einem Dschungelfeld. Der Barbar hat auch nur 60% der Lebenspunkte und Feinde stehen drumrum, die er hoffentlich ein bisschen ernster nimmt als uns. Geh nochmal eins Wechselst hoch. du dann noch den Händler gegen den Handwerker Oh, schon vergessen. Entschuldige. Ah, hätte ich machen sollen. Das ist jetzt sogar. Ah, jetzt wird's interessant. Jetzt ist es interessant. Der Schleuderschütze ist rausgezogen aus Gedesmo. Eigentlich gut, dann können wir ihn angreifen, aber nicht killen. Außerdem zieht ein Krieger rauf. Wir nehmen jetzt erstmal den Händler hier weg und wandeln ihn in einen Handwerker. Wie sieht's hier unten aus mit unserem Speer? Wir könnten sogar den barbarischen Krieger töten und uns die Erfahrungspunkte holen. Mal schauen, ob das klappt. Ja! Hasso! Hasso und Herrchen, Schäferhund und Scout töten einen barbarischen Krieger. Das müsste doch eigentlich die Araber ganz toll finden, dass wir vor den Toren ihrer Städte Barbaren töten, dass wir uns für sie als Kammerjäger betätigen. Ah, hier wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Was machen wir jetzt hier? Von hier aus können wir. Ja, das können wir machen. Einmal feuern. Einmal nachziehen und killen. Das gefällt mir schon mal. Jetzt würde ich natürlich. Ja, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Ich will. Wenn wir hier hinziehen, werden wir angegriffen von dem Krieger. Das werden wir aber ohnehin. Wir können über diesen Wald hinweg nicht feuern. Ich riskiere es mal. Ich ziehe den mal hier hin. Den ziehe ich auf die Straße. Das ist jetzt schwierig. Mal gucken, wie wir das machen. Dem geben wir den Befehl, halt dich aus. Der Kollege hier zieht eins weiter vor. Wir entblößen unsere Hauptstadt. Eine Runde weiter. Jetzt werden wir angegriffen. Ein Schleuderschütze kommt. Der Bogenschütze kommt durch. Oh, jede Menge Langschiffe. Deshalb ist er so stark, der Norweger. Der hat Betrachte die natürlich. Vergangenheit, Oh, wir die erforschen großen was. Veränderungen so vieler Reiche. Daraus kannst du auch die Zukunft vorhersehen. Frühes Reich abgeschlossen. Wir können die Regierungsform gratis wechseln. Wir bekommen Grenzen verstärken heißt nichts anderes, als dass fremde Reiche jetzt nur mit einem offenen Grenzenvertrag durchziehen können durch unsere Reiche. Vorher konnten die das auch so. Wir bekommen einen Casus Belli. Wir können um offene Grenzen bitten. Wir bekommen eine Politikkarte für mehr Loyalität. Wir bekommen die Wirtschaftskarte für eine erheblich schnellere Produktion von Siedlern und die Wirtschaftskarte, um Geländefelder schneller zu kaufen. Wir holen uns auf jeden Fall gleich ein paar neue Politikformen, gucken wir uns an. Und wir werden auf jeden Fall gleich hier weiter kämpfen, machen aber vorher. Für die Zuschauer auf YouTube eine kurze Unterbrechung. Das war eine weitere Folge der Aufzeichnung dieses Live-Let's Plays. Falls ihr nicht dabei wart, liebe Zuschauer der Aufzeichnung, kommt doch mal vorbei. Hier sind so viele Leute im Chat, die warten auf euch. Ihr habt echt was verpasst. Macht immer sehr viel Spaß live. Kommt aber beim nächsten Mal direkt mal live vorbei. So, Aufnahme wird gestoppt, live geht's weiter.